Vielen, vielen Dank, liebe Linda. Ich sehe ein paar bekannte Gesichter aus von vor ungefähr einer Stunde. Das freut mich sehr, denn vor einer Stunde haben wir hier auf der Bühne schon eine ganze Stunde auch damit zugebracht, über evidenzbasierte Entscheidungen in der Verwaltung zu sprechen. Und der ein oder andere von Ihnen, die eine oder andere wird sich erinnern, es ging dabei auch um die Funktion und Arbeitsweise der Datenlabore. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hierauf jetzt nochmal ein gewisses Schlaglicht werfen können und jemanden dabei haben, der quasi aus den jeweiligen Laboren, aus dem Herzen der neuen Datenkultur berichten kann. Bitte begrüßen Sie mit mir gemeinsam Frederik Brachetta. Er ist CDO im Bundeskanzleramt. Frederik, du erzählst uns jetzt die Details, was ihr in den Datenlaboren macht, vielleicht auch etwas mehr noch über deine Rolle. Ich sage gleich vorab, Frederik wird uns, erstmal durch verschiedene Beispielsfälle führen und danach gibt es noch Gelegenheit für Fragen, auch für Sie. Das heißt, ich habe natürlich ein paar Fragen an Frederik mitgebracht, aber auch Sie sind herzlich eingeladen, ihn danach noch mal ein bisschen auszuhorchen. Insofern hören Sie gut zu und genau, ich übergebe erstmal dir die Bühne. Vielen Dank, dass du da bist. Herzlichen Dank. Ja, moin alle zusammen. Schön, dass Sie alle da sind zu diesem vielleicht für manche doch recht trockenen Thema. Wir sind in einer Welt, die, und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, sich bewusst zu machen, so von der Ausgangslage her, die geprägt ist von Krisensituationen. Also wenn heute noch jemand bei uns vorbeischaut und sagt, aber ihr habt doch im Koalitionsvertrag geschrieben, da steht das und das drin, dann kann man eigentlich immer sagen, naja, der Koalitionsvertrag war das eine, aber das, was 2 Monate danach passierte und uns alle ereilt hat, und auch das, was wir ein paar Jahre vorher hatten mit Covid, ist im Grunde eine Sondersituation und ist eine besondere Situation auch an uns als Staat und stellt uns ein bisschen die Frage, wie können wir eigentlich krisenfest werden, wie können wir wirklich resilient werden, was müssen wir dafür tun, was für Voraussetzungen müssen wir schaffen. Und ich glaube, das ist etwas, was am Ende dazu geführt hat, dass man sich noch viel, viel stärker damit beschäftigen muss, evidenzbasiert politische Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht so, dass die Verwaltung das bisher nicht getan hat oder sich dagegen gewehrt hat mit Händen und Füßen. Aber ganz im Gegenteil, glaube ich, es ist wichtig und genau dafür sind wir im Grunde an den Start gegangen, in den Ressorts, sich auch stärker damit zu beschäftigen, was sind die Surroundings, was sind die Voraussetzungen, die wir eigentlich haben, mit denen wir dort im Einzelnen dann auch umgehen müssen. Wir selber im Bundeskanzleramt und auch in den Ressorts tun das mit verschiedenen Elementen, mit verschiedenen Mitteln im Endeffekt auch. Das eine ist sozusagen, dass wir wirklich dabei unterstützen, Probleme zu lösen. Das heißt also, wir machen wirklich selber Ad-Hoc-Analysen. Bei uns im Kanzleramt zum Beispiel haben wir allein in den 5 Monaten, seitdem wir gegründet worden sind, über 30 Ad-Hoc-Analysen für Chef BK, BK und die Leitung des Hauses erstellt und versuchen wirklich gegebenenfalls unter einem Tag Dinge zu lösen, uns Hypothesen anzuhören von den Kolleginnen und Kollegen auch aus den Fachabteilungen und es zu validieren oder zu falsifizieren mit Daten und eben Modelle zu bauen, die gegebenenfalls dabei unterstützen, am Ende die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Was wir aber auch tun, ist natürlich, wir kümmern uns darum, Produkte zu bauen. Wir kümmern uns real darum, dass das nicht so ein One-Off-Show-mäßig wird, sondern dass du das dann auch regelmäßig nutzen kannst, dass jeder das abrufen kann, um ein ganz triviales Beispiel zu machen. Im Bundeskanzleramt war es bisher so, dass der Ländersteckbrief, der zum Beispiel dem Bundeskanzler mitgegeben wird in seine Mappe, um am Ende ein Land zu bereisen, manuell erstellt worden ist. Das heißt, es gab eine Kollegin, einen Kollegen, der hat sich echt dahingesetzt, hat das dann zusammengefuchst, ja, hat die Daten da irgendwie angeordnet. Das sind jetzt auch alles keine Visual Artists, das bin ich persönlich auch nicht, um das mal auf den Punkt zu bringen, aber das war manuelle Handarbeit. Das hat teilweise mehrere Tage gedauert, dieser Kollegin, dieses Kollegen. Das ist etwas, das haben wir innerhalb von 3 Tagen, jeder, der sich mit Python und R und Shiny schon mal beschäftigt hat, weiß das, haben wir innerhalb von 3 Tagen gelöst, haben das jetzt sozusagen aufgebaut und das kann jetzt jeder im Bundeskanzleramt im Intranet abrufen. Jeder, der hier sitzt und sich schon mal mit Verwaltung beschäftigt hat, ich sehe viele von euch, mit denen ich auch viel zu tun habe, bilateral, weiß, diese Infrastruktur zu schaffen, war auch nicht so einfach in diesen Strukturen, in denen wir im Moment unterwegs sind. Das ist vielleicht was, was nicht hier so im Vordergrund steht von diesen Slides, aber vielleicht kommen wir später auch nochmal dazu. Was wir aber natürlich auch tun und was in diesen ersten Part auch reinkommt, ist, wir bringen eine ganz spezielle Expertise mit. Viele von uns kommen von extern, die waren vorher nicht in der Verwaltung, die haben in NGOs, in der Wissenschaft, in der Privatwirtschaft gearbeitet. Und
natürlich ist es so, man kann jetzt nicht von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kanzleramts oder der anderen Ressorts erwarten, dass die sich jetzt schon 100-mal mit KI beschäftigt haben. Ich meine, im Maximalfall hat der Otto-Normalverbraucher viele gute Artikel in der FAZ, der Süddeutschen gelesen oder in anderen Zeitungen und hat mal ChatGPT angeschmissen, um mal zu gucken, was ist das eigentlich und wie funktioniert generative KI. Das ist natürlich auch ein Part unserer Arbeit. Wir unterstützen dabei, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aus einer Anwenderperspektive werden wir gefragt, was bedeutet das denn gegebenenfalls für folgendes Thema? Das zweite Thema, was vielleicht ehrlicherweise das Wichtigste ist und auch ein bisschen die Auswahl der Kolleginnen und Kollegen bei uns bestimmt, ist Steigerung von Datenkompetenz. Klingt total trivial, aber wenn ihr von einem Mindset kommt, wo ihr bisher immer alles in der letzten Minute, weil ihr immer nur Deadlines habt, den ganzen Tag bearbeitet oder eben diesen Ländersteckbrief dann im Einzelnen erstellt und sich das jetzt sozusagen verändert, dann muss man einfach anders arbeiten und anders denken. Und dafür muss man eine gewisse Kompetenz aufbauen. Auch darum kümmern wir uns. Ihr werdet es gleich auch nochmal sehen. Und der dritte Punkt, der hört sich total trivial an vom Namen her, ist die Erhöhung der Maschinenlesbarkeit. Maschinenlesbarkeit ist dabei nicht nur definiert als, das passiert irgendwie digital, ganz ehrlich und realistisch. 99% der Daten und der Informationen, die auch bei uns im Ressort, wir sind kein Ressort, pardon, bei uns im Kanzleramt sozusagen fließen, sind digital. Aber sie sind nicht sofort verfügbar. Ich kann nicht sofort zugreifen auf anonymisierte, aggregierte Daten, die gegebenenfalls von Bürgerinnen und Bürgern verfügbar sind, um daraus Policy Decision Making abzuleiten oder Szenarien zu bauen. Und darum wollen wir uns auch im Einzelnen in unseren Laboren kümmern. Wir sind in unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet. Viele kennen die ganze Genese, die spare ich euch allen jetzt. Datenstrategien, Digitalstrategien, irgendwo waren wir überall mal drin und begründet worden. Wir sind mit DAB-Mitteln der EU im Moment finanziert, aber ich glaube, wir haben auch schon in der Zeit eine ganze Menge geleistet. Es gibt einige Datenlabore, die sind schon 2 Jahre alt. Es gibt Datenlabore wie das bei uns im Bundeskanzleramt, die sind so richtig live gegangen erst seit 5 Monaten. Und trotzdem glaube ich, und das ist schon echt brillant, haben wir es geschafft, mittlerweile fast 100 Use Cases in der Verwaltung zu bauen. Und das ist schon echt ein Achievement aus meiner Sicht, weil das keine einfachen Situationen sind, in denen wir teilweise stehen. Wir haben es geschafft, Experten-Talks zu machen, zum Beispiel zum Thema KI, zum Thema Daten, um diese Themen am Ende auch näher zu bringen. Wir haben Webinare veranstaltet und ich glaube, das Wichtige ist eben, sich um diese beiden Elemente zu kümmern. Ne? Low-hanging fruits anzugehen, Produkte aufzubauen, diese Ad-Hoc-Analysen zu fahren, um eben zu zeigen, mit Daten und KI kannst du bessere Politik machen oder kannst schneller Politik machen gegebenenfalls. Aber eben auf der anderen Seite auch die Long-Runs sozusagen zu gehen. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Ich habe verschiedene Beispiele mitgebracht. Mir wurde vorher gesagt, elaborier da ruhig gerne noch viel, viel mehr drauf. Ich habe sozusagen in unserem Ressortkreis nachgefragt, wer möchte denn was sozusagen hier auch präsentiert sehen und auch mal in der Öffentlichkeit sozusagen diskutiert sehen. Weil natürlich ist es so, diese Datenlabore, die tun Gutes. Die tun manchmal nur inkrementell Gutes, Ländersteckbrief von eben gerade, manchmal größeres Gutes. Aber was wir bisher noch nicht so richtig gemacht haben, glaube ich, ist viel darüber zu reden. Und das ist jetzt ein Moment, wo wir, glaube ich, auch so weit sind, dass wir sagen können, wir wollen darüber reden. Das Auswärtige Amt hat beispielsweise eine Fragewesen-App gebaut, die crawlt, ich habe gerade gestern noch mit jemandem geredet aus der Zivilgesellschaft, die crawlt sozusagen die Daten aus den Informationssystemen des Bundestages, die Dokumentationssysteme und bietet neuartige Arten von Searches an, um eben Funktionalitäten nutzen zu können, die Informationen nutzbar zu machen, damit am Ende auch diese Dinge verwendet werden können. Wir bauen zum Beispiel auch was ganz Ähnliches. Wir müssen zum Beispiel für offizielle Sprache, gerade im diplomatischen Kontext, gibt es Reden, bestimmte Losungen, die festgelegt sind. Und diese ganzen NATO-Reden etc. sind bisher in der Form nicht durchsuchbar. Das klingt immer alles total unglaublich, aber so ist es. Und wir kümmern uns darum, diese Dinge dann durchsuchbar zu machen und eben auch auffindbar zu machen. Das BMEL hat beispielsweise eine App gebaut, die heißt Funky Dash. Ist ein fancy Name. Funky Dash kümmert sich hier im Endeffekt darum, darzustellen, wie die Mobil- und Breitbandversorgung in ländlichen Räumen ist und auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Das BMEL ist auch in Halle 27. Ich glaube, die sind in der Richtung. Da könnt ihr euch das danach auch gerne nochmal anschauen und euch im Einzelnen damit beschäftigen. Das BMZ hat eine GPT-Instanz gebaut, eine Azure-Instanz, die wirklich selber gehostet wird bei Azure, aber eben für den Klienten BMZ. Jeder, der weiß, Azure bietet mittlerweile die Funktionalität an, dass die Daten in ChatGPT sozusagen nicht zum Training des Modells wiederverwendet werden oder in irgendeiner Art wiederverwertet werden oder eben nur innerhalb der Instanz, die für diesen Kunden gehostet worden ist. Das ist etwas, was das BMZ
auch an den Start gebracht hat. Wir versuchen, diverse Projekte dieser Art auch voranzutreiben. Wer vor einigen Tagen den Tagesspiegel Backnorn eifrig gelesen hat, weiß, dass dort zum Beispiel gerade Aleph Alpha mit Luminous auch an den Start geht und dort auch aufgebaut wird. Wir versuchen genau diese Themenstellung auch voranzutreiben. Wir sehen uns da auf der einen Seite als Labor, das solche MVPs aufbaut, das solche Prototypen schafft. Aber wir wollen eben auch schauen, dass wir echte Nutzen schaffen für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Und ein sehr gutes Beispiel dafür meiner Meinung nach ist das Migrationsdashboard des BMIs, die ihr Datenlabor ja mit dem Statistischen Bundesamt gemeinsam vorantreiben. Das Migrationsdashboard ist deswegen so besonders, weil wir, glaube ich, dort mal sagen können, das ist echt eine Anwendung, die richtig in Nutzen ist. Es gibt über 3000 Benutzer, die registriert sind. Alle 16 Bundesländer nutzen das. Über 2/3 der Landkreise sind User davon, um eben gegebenenfalls die Daten, die aggregiert vorhanden sind, schnell nutzbar zu machen und den richtigen Stakeholdern bereitzustellen. Ich habe auch noch ein KI-Beispiel mit dabei und ich kann ehrlicherweise, glaube ich, relativ guten Wissens sagen, dadurch, dass ich auch relativ viele Leute in anderen Ländern kenne, dass ich echt glaube, wir sind bei diesem Thema, bei KI im Moment und bei KI erproben und austesten, nicht im Mittelfeld. Wir sind, glaube ich, schon etwas weiter vorne, als wir es vielleicht bei anderen Themen der Verwaltungsdigitalisierung im Einzelnen auch sind. Dieses Beispiel ist deswegen so besonders, weil es so trivial klingt, aber auch eine ganz große Besonderheit hat. Das ist die KI-Rechercheassistenz, getrieben von einer Vision des dortigen Datenlabors, dass wir gerne das Erstellen von Vorlagen und die Beantwortung von kleinen Anfragen deutlich vereinfachen wollen. Wie kann das im Einzelnen geschehen? Hier geschieht es, und das klingt total, vielleicht total kontrolliert und behördisch, denn der ursprüngliche Name dieser App war Betroffenheitsfinder. Ja, genau. Ich habe genauso geguckt wie der Kollege gerade da hinten. Und was der Betroffenheitsfinder macht, ist, du kannst einen Text reinladen, jeglicher Art, und am Ende sagt er dir, welche Referate müssten jetzt eigentlich beteiligt werden. Ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, der nicht schon mal in der Verwaltung gearbeitet hat. Also ich habe es jetzt ja erlebt, innerhalb von 5 Monaten im Crashkurs, wie das eigentlich so ist mit der Beteiligung der verschiedenen Stakeholder und den Zuständigkeiten in so einer Verwaltung. Das ist der absolute Wahnsinn teilweise, positiv wie negativ. Ja. Gerade bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Fristen zur Zeichnung von Vorlagen teilweise nur wenige Stunden sind, weil es irgendwelche Deadlines gibt, weil der Kanzler irgendwo hin muss, whatever. Ja. Es gibt immer einen guten Grund sozusagen, warum das so ist. Aber wenn dann jemand nicht involviert ist, der vielleicht die eine entscheidende Information hat in so einem Laden oder eben diese Information in der Folge braucht, kann das ganz schön komisch aussehen, vor allen Dingen für am Ende Bürgerinnen und Bürger und Politik-Stakeholder. Was haben wir im Kanzleramt gemacht? Ich zeige euch jetzt sozusagen auch mal einen Blick in unsere Werkstatt. Das ist unsere Prototyp-Werkstatt, so sieht sie auch aus im Intranet. Wir haben mittlerweile 11 Datenprodukte gebaut, die jeder Beschäftigte bei uns abrufen kann und sich anschauen kann und sich sozusagen damit mit bestimmten Themenstellungen am Ende beschäftigen kann, sich bestimmte Steckbriefe ausdrucken lassen kann, automatisiert. Wir sind dabei, das noch erheblich zu erweitern. Bis Jahresende werden wir über 20 Datenprodukte erstellt haben, alleine bei uns im Kanzleramt. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ein Beispiel, wenn hier jemand sich regelmäßig Reden unseres Bundeskanzlers zum Beispiel anhört, dann ist ja sehr häufig die Rede von den berühmten Fußballfeldern an Photovoltaik, die in Deutschland gebaut werden im Moment. Das klingt immer trivial, das ist auch gar nicht so schwer, das herauszufinden. Es gibt Daten der Bundesnetzagentur, auf die wir uns da bedienen und zugreifen. Aber wir rechnen das dann sozusagen um und können dann am Ende darstellen, wie viele Fußballfelder Photovoltaik werden eigentlich gerade im Einzelnen gebaut. Das ist jetzt mal so ein kleiner Blick in das, was wir da tun, die Probleme, die wir sozusagen im Einzelnen solven. Der Titel des Vortrags war ein bisschen provokant gewählt, aber ich fand ihn gut. Greenfield sozusagen für evidenzbasierte Entscheidungen. Und wenn man das als Greenfield sieht, dann muss man, glaube ich, auch noch mal ganz kurz feststellen, was waren denn so die Erfolgsfaktoren? Warum funktioniert das bisher gut, würde ich sagen, mindestens mal. Ich würde mir kein anderes Urteil selber erlauben. Erstens, es war ein absoluter Glücksfall, dass diese EU-DAP-Mittel da waren zu diesem Zeitpunkt und dass das in allen Ressorts und im Bundeskanzleramt zeitgleich aufgebaut worden ist. Das ist eine Besonderheit, die es so in der Form noch nicht gab. Normalerweise sind wir Weltmeister da drin in Deutschland, uns irgendwie auszudenken, noch die eine geile Behörde auf dem Wimmelbild, auf der Landkarte sozusagen noch hinzuzufügen. Das war hier nicht der Fall. Es wurde wirklich gesagt, in jedem Ressort wird eine Einheit aufgebaut, die am Ende zu dem Ressort gehört, die integraler Bestandteil wird. Und das ist echt ein total entscheidender Erfolgsfaktor. Den habe ich sogar ich ehrlicherweise vorher unterschätzt, aber das ist unwiederbringbar, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Das wird sehr unterschiedlich gelebt. In einigen Ressorts sind das
wenige Kolleginnen und Kollegen mit viel externer Unterstützung. In anderen Ressorts wie bei uns ist es eine ganze Projektgruppe. Bei uns zum Beispiel arbeiten 10 Kolleginnen und Kollegen. Die arbeiten nicht nur bei uns im Datenlabor. 4 der Kolleginnen und Kollegen arbeiten in der Matrix-Funktion, auch in den Fachabteilungen. Und die Kollegin, die zum Beispiel das IT-Projektmanagement bei uns macht, arbeitet auch in der Abteilung 1 bei uns, also sozusagen der Z, wie sie in anderen Häusern sozusagen eventuell dem einen oder anderen von euch bekannt ist. Und diese crossfunktionalen Teams sind super spannend. Ich meine, alleine wir haben bei uns an Bord 5 Data Scientisten, wir haben einen Data Engineer bei uns an Bord, wir haben eine Juristin bei uns an Bord, eine Datenschutzjuristin, die wirklich die Probleme sich dann angucken kann und sagen kann, was jetzt zu tun ist. Das heißt, ich muss mir nicht dann erklären lassen von irgendwem, was jetzt angeblich alles nicht geht, sondern ich habe meine Juristin bei mir sitzen, die mir dabei helfen kann, diese Probleme schnell und effizient zu lösen. Ja? Get problem solved sozusagen an dieser Stelle. Wir haben eine IT-Projektmanagerin, die auch aus der Verwaltung zu uns gekommen ist. Und wir haben eine ganz grandiose Kollegin, die aus der Verwaltung selber kam und da auch sehr viel sozusagen vorantreibt. Diese crossfunktionalen Teams, glaube ich, 2. großer Erfolgsfaktor. Und zwar angesiedelt komplett in dieser Einheit. 3. Erfolgsfaktor, wir starten klein und wir erlauben uns Fehler. Wir sind ein Labor. Das heißt, es kann passieren, dass wir etwas bauen, was am Ende so in der Form nicht weiter genutzt wird. Wir müssen uns dann einstellen und wir müssen uns darum kümmern. Bisher ist das Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Interessanterweise ist es eher so, dass wir jetzt eben diese ganzen Datenprodukte erstellt haben und im Moment ist eher so, die Fanbase wächst immer mehr und die will jetzt, dass wir das zusammen integrieren und zusammen darstellen. Also um mal so ein Beispiel zu machen, ich hatte eben den Photovoltaikausbau gezeigt. Die Bundesregierung treibt ja noch verschiedene andere Projekte voran. Wind, On, Offshore, Netze, Mobilfunk, Breitbandausbau etc. All diese Daten zusammen darzustellen, am Ende vielleicht sogar eine Art Dashboard, ja, wo jeder Kollegin, jede Kollege morgens mal draufschauen kann und sagen kann, in welchem Thema möchte ich mich beschäftigen. Vielleicht nicht jeden Morgen, aber zumindest quartalsweise sollte man vielleicht mal draufschauen, um sich dann seine Schwerpunkte auch zu überlegen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung, der wir uns auch im Einzelnen stellen. Und wir sind in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, auch deswegen besonders, weil bei uns ganz viele Externe dabei sind. Nicht nur ich bin Externer, ich war nicht vorher direkt in der Verwaltung tätig, sondern alleine bei uns im Team sind es 8 Kolleginnen, die vorher nicht in einem Ressort oder irgendwie in der Verwaltung tätig waren. Und das ist der absolute Wahnsinn, mit was für einem Spirit die Leute da reingehen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel in so einem, wir nennen das interministerielle Arbeitsgruppe, dann zusammensitzen mit 40 Leuten an einem Ort und da gemeinsam einen ganzen Tag einen Workshop bestreiten, dann gibt es nicht einmal die Sekunde, dass einer sagt, das geht aber nicht, weil mein Silo erlaubt mir das nicht oder ich habe irgendwie ein Problem damit, die Daten jetzt zu sharen oder so. Und das ist echt ein Spirit, ja. Das müssen wir, glaube ich, noch weiter treiben bei uns und das auch versuchen weiterzutreiben dann in andere Bereiche. Zuletzt nochmal kurz, was wir noch tun, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich habe das eben vorne absichtlich nicht in der Tiefe dargestellt. Das eine ist das Thema Datentransparenz und Datennutzung. Wir treiben unter anderem den Datenatlas voran, ein Projekt in Federführung von BMI und BMF, wo wir versuchen, am Ende eine vollständige Transparenz darüber herzustellen, welche Daten haben wir überhaupt, was sind unsere eigenen Datenschätze auch im Endeffekt. Aber wir machen auch jetzt die Durchführung eines Datenpool-POC. Der ist weniger ein echter Pool im Sinne von einem Data Lake, wie viele das immer falsch sozusagen mitnehmen, sondern der ist erstmal überhaupt eine Möglichkeit, große Datenmengen zwischen Ressorts, zwischen Behörden am Ende auszutauschen, um eben gegebenenfalls gemeinsam anwendungsfälle Use Cases voranzutreiben. Zum Thema Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen habe ich eben schon einiges gesagt. Das ist, glaube ich, ein Thema, das uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter beschäftigen wird. Und am Ende geht es ganz klar darum, wir wollen die Arbeit, die wir jetzt bisher gemacht haben, weiter verankern. Wir wollen sie skalieren, wir wollen die Produkte ausbauen, wir wollen uns besser darum kümmern, uns um unsere Daten zu kümmern, aber vor allen Dingen wollen wir diese Kultur, die wir jetzt schaffen wollen, verankern in der Bundesverwaltung, Daten zu nutzen, künstliche Intelligenz zu nutzen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und damit höre ich jetzt auch auf und freue mich am Ende auf eine Q&A und spannende Fragen auch von euch allen hier und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag hier auf der Messe. Danke euch. Frederik, das war ganz wunderbar. Also vor allem, ja, ich finde es immer schön, wenn man Sachen konkret macht und du hast, dadurch, dass du Beispiele aus so vielen Ressorts dabei hattest, finde ich, ist wirklich greifbar geworden, wofür, ne, du hast angesprochen, die Datenstrategie und die ganze, ne, Datenlabor-Idee jetzt am Ende des Tages auch gut ist. Ja.
auch sehr schön. Auch da wieder, ne, können wir anknüpfen an die Diskussion vorhin, weil vorhin kam auch schon so durch, Fehlerkultur ist wichtig, ja, also so, und bedarfsgerechte Entwicklung, darauf bist du auch schon ganz wunderbar eingegangen. Vielleicht, wir haben ein Mikro irgendwo, also wenn, genau, wenn Sie Fragen haben, ne, gerne Hand hoch, binden wir gerne mit ein. Meine Frage wäre jetzt so, ne, nach einem halben Jahr deiner Tätigkeit, hast du ein Zwischenresümee und was würdest du jetzt gerne noch auch in der zweiten Hälfte der Legislatur machen? Also das Zwischenresümee ist erstmal, ich habe persönlich noch nie so viel Spaß gehabt an meiner Arbeit. Das ist echt der Wahnsinn. Also, und ich bin ja jetzt nur derjenige, der hier vorne steht und sprechen darf. Wir haben 80 Bewerber auf jeder der Stellen gehabt bei uns im Bundeskanzleramt. Wahnsinn. Das ist ein totaler Wahnsinn. Und das zeigt auch, dass es Leute gibt, die Lust darauf haben, im Public Sector, in der Verwaltung sozusagen, ihre Skills einzusetzen, ihre Capabilities einzusetzen, um was voranzutreiben. Und ich spüre in unserem Haus eine ganz große Unterstützung, gerade von der Führungsebene für dieses Thema. Gerade Wolfgang Schmidt ist sehr interessiert an dem Thema, treibt das voran, ist da wirklich mit dabei. Und man merkt, dass dadurch auch sich sehr, sehr viel am Ende bewegt. Und das ist, glaube ich, das, was wir sozusagen auch zeigen können damit, mit diesem Greenfield sozusagen, ja. Genau durch solche Projekte, durch solche Schritte kannst du Verwaltungsdigitalisierung auch im Inneren, glaube ich, sehr gut möglich machen, und kannst irgendwie neue, innovative Dinge entstehen lassen. Insofern das Zwischenresümee sehr, sehr positiv. Der Ausblick ins kommende Jahr, ich will es, oder in die kommenden Jahre, wobei erstmal sind wir nur noch bis Ende nächsten Jahres finanziert, ich will, dass dieses Thema Datenaustausch und sich mit seinen Daten zu beschäftigen in allen Ressorts am Ende auch top of agenda wird und sich alle darum kümmern. Und ich würde mich total freuen, wenn wir es endlich schaffen, eine einheitliche Infrastruktur hinzukriegen, auf die wir gemeinsam zugreifen können, um unsere Data Science Arbeit zu machen. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und da sind wir, glaube ich, noch einen ganzen Schritt leider hinterher. Das hat bei vielen Datenlaboren teilweise 6 bis 12 Monate gedauert, um eine Arbeitsfähigkeit herzustellen, ne? Und das liegt natürlich dran, weil in manchen Ressorts vielleicht auch nicht so die Top-Level-Attention jederzeit drauf ist, ja, wie bei uns jetzt. Bei uns macht das vieles einfacher, aber das würde ich mir wünschen und darum will ich mich auch kümmern, mich auch dafür einsetzen. Das hattest du ja gerade auch im Vortrag schon erwähnt, ne? So diese, also dass diese Infrastrukturfrage also offenbar auch erstmal eine Herausforderung war, die ihr lösen musstet. Wenn du sagst, es hat ein Jahr gedauert, bis man arbeitsfähig ist, ist natürlich auch erstmal ein Jahr Zeit weg. Es ist aber interessant, dass du auch sagst, die Finanzierung ist Ende nächsten Jahres erstmal vorbei. Genau, das muss dann wieder nachgesichert werden. Particularities, ne? Aber genau, sozusagen die DAP-Mittel laufen dann aus. Das wird sich dann im nächsten Jahr entscheiden, aber genau. Wir arbeiten jetzt erstmal dran, wir wollen das aufbauen, wir wollen, dass das gut funktioniert, wir wollen den Nutzen zeigen und dann wird sich der Rest schon ergeben. Ja. Fragen im Saal, sonst? Ja, gerne. Hallo. Vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag. Mich würde interessieren, wie schätzen Sie die Perspektiven zur flächendeckenden Implementierung der Tools, zum Beispiel, die Sie jetzt vorgestellt haben, innerhalb des öffentlichen Dienstes oder der Verwaltung ein? Mich interessiert es vor allem vor dem Hintergrund des, ich sag mal, Data Sharings, weil einen flächendeckenden Zugriff auf ein Tool zu schaffen, ist natürlich die eine Sache. Den Zugriff auf die zugrunde liegenden Daten zu schaffen innerhalb der öffentlichen Verwaltung die andere. Wo sehen Sie die Schwierigkeiten und Möglichkeiten? Also ich habe da eine persönlich sofort, ja, also wenn es nach mir ginge, wäre das sozusagen mit in der normalen Prioritätenliste sozusagen mit drin, ne? Weil ich glaube, es gibt bestimmte Daten, da gibt es ein sicherheitspolitisches Interesse oder ein nationales Interesse, ne, das nicht sofort zu scheren, meinetwegen, ja, aber ich glaube, einen Großteil der Analysen könnte man durchaus relativ schnell teilen, ne? Nun sind wir erstmal in der Lage, dass wir gerade, deswegen wir beginnen heute ja sozusagen damit, uns auch mehr nach außen darzustellen und vorzustellen, ne, und eine Öffentlichkeit zu schaffen. Ich glaube, ich hatte gerade vor ein paar Tagen noch mit der Open Knowledge Foundation vor allen Dingen auch drüber geredet, sozusagen, wie wir das auch noch weiter unterstützen können. Und das ist, glaube ich, was genau auch in das nächste Jahr einzahlt, wenn wir uns professionalisieren, uns auch damit viel stärker zu beschäftigen, wie können wir das am Ende auch teilen. Ja. Ich habe auch rausgehört, das Teilen von Anwendungen, ebenenübergreifend gegebenenfalls innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Ich wäre schwer dafür, dass wir eigentlich jede der Anwendungen, die wir bauen, Open Source basiert bauen
und dass wir jede der Anwendungen auch am Ende teilen innerhalb des öffentlichen Sektors und uns darum kümmern. Auch daran, das ist sozusagen ein Thema fürs nächste Jahr. Dieses Jahr haben wir uns erstmal darauf gekümmert, Arbeitsfähigkeit herstellen, getting first things done, ja, show your increment, ja, also zeig sozusagen, was dein Nutzen ist. Und dann geht es, glaube ich, wenn es um die Professionalisierung geht, dann geht es darum, sich auch um solche Themen nochmal zu kümmern. Vielleicht auch noch eine Frage, weil du, ne, du hast ja gesagt, ihr seid alle als Labore aufgesetzt. Labore lassen, ich sag mal, auch Experimente zu und lassen auch zu, dass man feststellt, nur die Idee, ne, haben wir jetzt probiert, war jetzt nicht so gut. Ja. Fehlerkultur ist ja was, was man auch erlernen muss. Mein Eindruck ist immer, dass, damit tun sich letztlich alle schwer, ob jetzt eine Verwaltung oder Wirtschaft. Aber hast du einen Tipp, den du teilen kannst, wie man in so einem Projektzyklus irgendwann feststellt, wir hören jetzt damit auf? Weil mein Eindruck ist, das ist meistens so das, was vielen am schwersten fällt. Ne? Weil man hat investiert, man hat da viel Personal drauf gesetzt, man hat Geld ausgegeben. Und jetzt sagt man an irgendeinem Punkt, das war gut, dass wir es probiert haben, aber wir probieren es nicht weiter. Hast du da so ein Learning aus deiner Erfahrung, wo du sagst, das können die anderen vielleicht so als Daumenregel nehmen? Also, nee, weil wir jetzt noch nichts eingestampft haben von dem, was wir getan haben. Es wäre jetzt doof, irgendwie zu sagen, irgendwas zu behaupten. Aber ich glaube, sozusagen das Learning aus den 13 Jahren davor von mir ist, und das machen wir eben gerade jetzt auch, erstmal nehmen wir uns die Low-Hanging Fruits, um die kümmern wir uns sozusagen, machen ein paar größere Projekte in parallel und kümmern uns auch um die. Und ich glaube, was man bei den größeren Projekten nie machen sollte, und daran werde ich mich auch immer messen lassen, ist, zu schnell Kompromisse einzugehen. Also Verwaltung ist mit der Fehlerkultur verbunden ist ja, dass wenn irgendwas nicht funktioniert in der Form, wie du dir ursprünglich ein Ziel gesetzt hast, dass du dann einfach irgendwie ein Ziel rausnimmst oder ein bisschen veränderst und so ein bisschen kalibrierst. Ne? Daraus kommt dann am Ende irgendein Konsensualding, ja, was für niemanden nutzbar ist. Ja? Und irgendwie, das ist dann, steht dann da rum und dann hast du da so ein Graveyard gebaut. Ne? Und ich glaube, das ist essentiell, das nicht zu tun aus meiner Sicht. Ja. Spannend. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Takeaway, weil manchmal muss man ja nicht nur lernen, wie es geht, und das hast du ganz hervorragend gezeigt, Frederik, sondern ich glaube, manchmal müssen wir alle auch lernen, wie man manche Sachen nicht mehr macht. Und insofern, wenn man beides zusammenbringt, so wie ihr jetzt, ne, bei euch im Kanzleramt oder generell auch in den Datenlaboren, kann eine ganze Menge Mehrwert geschaffen werden. Vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Ich glaube, wir alle freuen uns, dass es ein bisschen noch mal konkreter geworden ist. Danke super, dir. Tausend Dank. Schönen Tag euch. Ciao. So, ach ja, genau. Wasser, wunderbar.